Hallo, Tjenja. Tjemi hieren. Guten Ovent. Nü tjamt de gute Nachtgeschicht für Jünd, fand Tante Anna. Hallo, Tjenja. Wir sind wieder bei unserer Geschichte. Ich will in Matthäus 18, der Vers 10 lesen. Da steht dazu: Post ab, dass die Tjonen von der Kleinen schlecht behandeln. Ich sage ihnen, den seine Engel im Himmel, die sollen alle Zeit das Eugesicht von meinen Vater im Himmel. Eine Reiseprediger, der kam uns zu uns nach ein Gasthaus. Und dann wollte er für alle Bewohner in dort Haus eine Andacht hören. Der Wirt von dort Haus, der hat seine ganze Familie töp gekriegt und auch alle Gäste dort nachbleiben. Und dann wollen sie töp einen Gottesdienst haben. Als sie dann alle in der großen Stube saßen, wo sie immer fröstig essen dürfen, dann fragte der Prediger noch einmal: Leute, wird, sind es nur alle Menschen hier, die in diesem Haus wohnen? Dann sagte der Wirt: Ja, im Grunde genommen ja. Bloß eine Tätsche, die Lili. Die ist hier nicht. Die ist eine Tätsche. Aber dort ist auch eine so komische Mial. Die versteht nicht zu schreiben, und die versteht nicht zu lesen, die versteht nicht mal richtig Töte heuschen. In Schofen die sie auch nicht so fleißig. Und kann meist nicht mit Artefried sein. Die schlappt immer ein bei aller Arbeit, wo sie geht. Die verschlappt die Leute ihr ganzes Leben, seht ihr wird. Dort wird die Hirn, und sie wird, dort heu auch nicht so erachten dort. Dann seht der Prediger: Aber bitte, holt doch die Tätsche auch hier an. Gott hat ja alle Menschen überall gemerkt. Der hat auch die komischen Menschen gemerkt. Und Gott will dort auch die komischen Menschen empfinden. Der Wirt wird nicht so zufrieden. Aber heu jüngt du wein, eine Tätsche. Und da fängt heute die Lili. Wo da die Lili? Die Lili sagt, in Schleub. Und sie hat die Tätenmasse in der Hand. Ja, sie hat all mehrere Irrschaken geschält. Aber nu wird sie eingeschlupen. Und sie hier dort nicht mal, dort die Gruppen mit Wutter all lang kürken dort. Und dort Wutter all meist durchgekürkt wird. Ja, so wird weiter eingeschlupen und so schläubt in Träumen da. Da wird der weiter ab. Dann seht ihr, du schläfst, du bist ein öles Faultier. Immer schläfst du, nicht du mal ab und dann kämst du eine große Stufe an. Dann kannst du wieder schlupen. Ja, der Lili zählt dann mit großen verschlupfenen Augen an. Er Müll wird sie reich nach mir abgegangen. Jo, jo, komm mit. Du sollst du im Gottesdienst sein. In uns der Predigt da wird, dann so der Lili ganz still, aber dort wird zu sein, sie heißt nicht mal töb. Jo, sie steht bloß nicht fern, in Lühe dort geduldig auf, was der Church vorbei wird. In uns der Church dann üt wird, in der Prediger Amen gesagt hat, dann gingen alle Menschen in ihre Stuben. Aber der Prediger, der sah sich besiegt bei Lili an. Dann fragte er: Sei mal, Lili, willst du auch beten? Nee, Herr Pfarrer, sagte der Tätsche. Na, dann will ich dir ein Gebet lehren. Wolltest du, ich will dir dort ab sein? Und du sollst mir dort nur sein.
Wenn du dort jedes Morgen, jedes Abend beten wirst, dann wird das nächste Jahr, wenn ein Tier vorbeikommt, die in so einen schmacken Tüch mitbringen. Dann auf einmal dachten ihre Augen so groß ab. Oh ja, ein schmacken Tüch haben, dort jangert er. Aber dann seht sie ganz traurig. Ah, oh, ich kann doch nicht lernen. Ich verstehe bloß Schöte putzen, in eine Zeit zu halten. Aber wolltest du was? Seht der Prediger. Dort Gebet ist sie bloß so ja kort. Dort geht so. Herr Jesus, wies mir mein Sünde tot. Schaut mal, das sind bloß 7 Wirt. Da kannst du ja bestimmt behüllen. Und pass aber ab, was Gott an dir reden wird. Ja, diese 7 Wirt, da können die Lili behüllen. Und nun dort soll jeder Tag beten, zum Morgen auch zu uns. Herr Jesus, wies mir mein Sünde tot. Als der Prediger dann noch ein Jahr da weiter vorbeikommt, dann fragt er bei dem Wirt, würde er nun den Lilien? Ja, sagt der Wirt. Von dem Abend an, als ich hier werden, ist er ganz anders geworden. Soll det nu so fleißig arbeiten, und soll det auch nicht so viel schlupen, und soll det auch nicht grimsuchen? Jo, soll es nu ne ganz andere Miali werden, aber soll es nu all mehrere Dürr krank und soll licht in Bad? Dann will der Prediger auch besiegen, und soll könnte in ihre Stufe kommen. Und heu hat auch noch dort versprochene Dürr mit. Als heu er dort Dürr weiß, dann freut sie sich so, ja. Dort läuft er Schmack. Und dann, ob einmal wird sie ganz traurig, dann fängt sie an zu rühren. Was fehlt dir, mein Läuwetchend? Hast du denn auch immer gebetet, dass du mir versprochen hast? Oh ja, seht sie, ich tut jeder zu uns und jeder zu morgens beten, kreuz ich gesehen. Ich hab dort immer getan. Aber ich wollte nun nicht mehr, wo ich haben soll mit meinem Böse Tod. Oh, seht der Prediger, ich wollte, wo das haben hat. Du musst nun einfach ein anderes Gebet beten. Nun musst du beten, Herr Jesus, wies mir dein Leuftulje Tod. Und wasch mich rein von meinen Sünden. Oh, das Gebet, das wird doch nicht schwer. Der Tätsche, der betet, kreit dem zu uns, und soll dort jeder Tag beten, und sie werden so ein Geleitchen Gottes. Und wer ist dort mit dir, Leuwetchen? Bist du auch ein Geleitchen Gottes? Ist der Heiland auch dein Heiland geworden? Nun werden wir noch beten. Blick in das eigene Herz, dann ergreift mich Angst und Schmerz. Sehe ich Jesu Herz da oben, fange ich an, den Herrn zu loben. Jesus, meine Zuversicht. Amen.
Gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht.